Zu unserem nächsten traurigen Thema, Kaninchen. Rund 30 Millionen Kaninchen werden jedes Jahr in deutschen Haushalten verspeist. Gezüchtet werden sie häufig in riesigen Kaninchenfarmen, in denen sie zu Tausenden in DIN A4 Blatt großen Käfigen sitzen und gemästet werden. Dort können sich die Tiere weder aufrichten noch hoppeln und viele verletzen sich. Es ist ein qualvolles Dasein im Verborgenen. Seit dem 1. Oktober gibt es im Rahmen des Tierschutzgesetzes eine Verordnung, die Kaninchen geringe räumliche Verbesserungen zugesteht. Doch die grausame Käfighaltung ist dadurch nicht abgeschafft. Kaninchenleben. Während die einen geliebt und gehätschelt werden, sind die anderen von Geburt an für den Kochtopf bestimmt. Über ihr elendes Dasein in den Mastbetrieben weiß kaum einer Bescheid. Wir machen uns auf den Weg zu einer Mastanlage in der Nähe von Euskirchen. Normalerweise sind die Mästereien schwer zu finden. Den Tipp gab uns Jan Pfeiffer, ein Tierschützer vom Deutschen Tierschutzbüro. Wir sind mit ihm bei der Firma verabredet. Seit Jahren schon ist er in Sachen Kaninchen unterwegs. Also es ist heute ein klassischer Recherchegang. Man fährt mal dann vorbei. Wir haben jetzt die Informationen hier bekommen, dass eben hier Tiere sehr schlecht gehalten werden sollen. Den gehe ich nach. Ich gucke vor Ort halt, was ich erkennen kann. Guten Tag. Der Chef persönlich. Jan Pfeiffer ist mein Name. Ist aber schnell da. Guten Tag. Guten Tag. Wollen Sie nicht die Hand geben? Ich bin so ganz freundlich zu Ihnen. Ich weiß nicht, wieso Sie einfach hier gut überfahren. Nein, einfach sind wir ja nicht. Wir haben uns hier angemeldet. Tatsächlich hatte der Kaninchenfleischproduzent tags zuvor am Telefon unsere Bitte um ein Interview abgelehnt. Doch wir wollen trotzdem versuchen, mit ihm zu sprechen und auch die Anlage zu besichtigen. Es ist ja eigentlich gewünscht, dass man keine Käfighaltung mehr, keine Kaninchen mehr in Käfigen hält. Ja. Haben Sie Ihre in Käfigen? Nein. Haben Sie Bodenhaltung? Wir haben Bodenhaltung. Ehrlich? Ja. Dann lassen Sie uns die doch mal sehen. Ich Nein, haben Sie was zu verbergen oder warum wollen Sie uns das nicht zeigen? Also in Ihrer Frage steckt ja schon eine ganze Menge. Eigentlich ist es eine ganz einfache Frage. Ja. Tschüss. Zu schade, dass er uns seine Anlage nicht zeigt. Naja, dadurch, dass er uns das nicht zeigen wollte, spricht eigentlich dafür, dass er was zu verbergen hat. Er hat sich doch schon relativ viel Zeit genommen und uns mit blumigen Worten versucht zu erklären, wie gut es den Tieren geht, wie tiergerecht die angeblich gehalten werden. Ein kurzer Blick rein und die wären weg gewesen. Hier hat er was zu verbergen aus meiner Sicht und deswegen lässt er uns auch nicht rein. Inzwischen erfuhren wir, dass die Aufzucht der Jungtiere hier definitiv in Bodenhaltung betrieben wird. Ob das aber auch für die Mastkaninchen gilt, ist eine andere Frage. Tierschutzaktivisten der Organisation PETA in einer Kaninchenmästerei irgendwo in Deutschland. Tausende von Kaninchen eingesperrt in engen, schmutzigen Käfigen. Nie werden sie hoppeln oder buddeln können, wie es ihrer Art entspricht. Drahtgitter bohren sich in ihre empfindlichen Pfoten. Aus Langeweile fressen sie sich gegenseitig die Ohren an. Grausam, dieses Käfigdasein lebenslang. Bis zu 25% sterben, bevor sie überhaupt schlachtreif sind. Eine Mutter mit ihren Totgeborenen. Rund 30 Millionen Kaninchen werden jedes Jahr in Deutschland verspeist. Kaninchenfabriken machen es möglich. Jan Pfeiffer tut alles, um auf die Qualhaltung aufmerksam zu machen. Anders als die Legehennen wurden die Kaninchen bis vor kurzem nicht mal im Tierschutzgesetz berücksichtigt. Auch vor illegalen Aktionen schreckt der Tierschützer nicht zurück. Wir sind in einen Kaninchenschlachthof gegangen. Erstmals in Deutschland konnten wir diese Bilder machen mit einer versteckten Kamera und konnten aufzeigen, wie Kaninchen geschlachtet werden. Das war sehr, sehr grausig. Besonders pikant war bei diesem Schlachthof, dass teilweise die Tiere ohne Betäubung geschlachtet worden sind. Das ist bei einem Schlachthof in Belitz. Und wir haben das in die Öffentlichkeit gebracht. Es gab Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit etc. Nur das führt dann auch dazu, dass wir Druck aufbauen und dass der jetzt schließen muss. Einige Supermarktketten haben Kaninchenfleisch aus Käfighaltung längst aus ihrem Sortiment verbannt. Der Kaufhof, hören wir, fährt eine andere Politik. Ja, ich habe jetzt hier im Kaufhof ein Kaninchen gekauft und es kostet 11 Euro. Sehr billig im Grunde für so ein ganzes Tier. Eigentlich kein Wunder, dass die Haltungsbedingungen so sind, wie sie sind. Das Kaninchen stammt von dem Fleischproduzenten Aja aus Italien. Wir recherchieren im Netz, wollen herausfinden, wie die Tiere der Firma gehalten werden. Auf YouTube entdecken wir dazu einen Film der Tierschutzorganisation Vier Pfoten.
In winzigen Käfigen drängeln sich unzählige Kaninchen. Viele sehen krank aus, sind verletzt. Ob man das beim Kaufhof weiß? Ein Interview lehnt das Unternehmen ab. Distanzierung von der Käfighaltung bei Aya, Pustekuchen. Schriftlich erklärt man uns nur, dass das Angebot erweitert wird, um Tiefkühlware aus Bodenhaltung, die mit dem Gütesiegel Tierschutz kontrolliert, der Organisation Vier Pfoten ausgezeichnet ist. Wir wenden uns an die Tierschutzbeauftragte des Landes Hessen. Sie ist zwar froh, dass es mittlerweile im Rahmen des Tierschutzgesetzes auch eine Verordnung zur Kaninchenhaltung gibt, trotzdem sieht sie die neuen Vorgaben äußerst kritisch. Wenn man sieht, wie sich Kaninchen fortbewegen, dass sie das nämlich mit Sprüngen tun, dass diese Sprünge Platz brauchen und dann die Vorgaben sieht, wie viel Platz ihnen zugestanden wird, dann sieht man eine erhebliche Diskrepanz. Außerdem haben wir die Situation, dass es ja bereits große Betriebe gibt, die ihre Tiere in Bodenhaltung halten, also ohne Käfig, ein anderes System und dass es funktioniert. Und ich finde es beschämend, dass wir jetzt sagen, wir akzeptieren wieder Käfige und wir gehen nicht gleich zum besseren System. Sieht aus wie ein Wildkaninchen in freier Natur, ist es aber nicht. Vielmehr ein lebender Beweis dafür, dass kommerzielle Kaninchenhaltung auch anders geht. Wie in diesem Beispiel für artgerechte Bodenhaltung in der Schweiz. Bei unseren Nachbarn ist Massentierhaltung in Megaställen schon lange verboten. Solches Wiesenglück werden jedoch deutsche Langohren vermutlich noch nicht so bald erleben. Aber mit der neuen Tierschutzverordnung ist ein Anfang gemacht. Auch bei uns dürfen Kaninchen nun auf eine bessere Zukunft hoffen. Vielleicht irgendwann sogar ohne Käfigbatterien.